diesem Video werden Erklärungen menschlichen Erlebens und Verhaltens aus Sicht des sogenannten Evolutionsansatzes besprochen. Der Begriff Evolution wird abgeleitet vom lateinischen Wort evolvere und bedeutet übersetzt entwickeln. Charles Darwin gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Evolutionstheorie. Sein diesbezügliches Hauptwerk veröffentlichte er 1859 unter dem Titel Über die Entstehung der Arten. Voraussetzung für das Fortbestehen aller Gattungen von Lebewesen ist eine langfristige Anpassung an den jeweiligen Lebensraum. Gattungen, die diese Anpassung nicht vollbringen können, sterben letztlich aus, so wie beispielsweise die Dinosaurier. Die Evolutionstheorie geht in diesem Zusammenhang von einer allmählichen Veränderung der Lebewesen über mehrere Generationen hinweg aus. Die Anpassung an den Lebensraum erfolgt durch natürliche Selektion und Variation, zum Begriff natürliche Selektion. Der Begriff Selektion kommt vom lateinischen Wort Selectio und bedeutet übersetzt Auswahl, Auslese. Die Evolutionstheorie geht davon aus, dass jene Lebewesen ausgewählt werden bzw. sich durchsetzen können, die sich erfolgreich an die Umwelt anpassen können und in der Lage sind, sich erfolgreich fortzupflanzen bzw. zu vermehren. Zum Begriff Variation. Der Begriff Variation kommt vom lateinischen Begriff variare und bedeutet übersetzt verändern. Die einzelnen Gattungen verändern sich über die Jahre hinweg, unter anderem durch Veränderung ihrer genetischen Ausstattung. Derartige Veränderungen der Gene werden als Mutation bezeichnet. Es bilden sich dadurch beispielsweise unterschiedliche körperliche Merkmale wie bei Vögeln verschiedene Schnabelformen heraus. Die Vögel mit einer für ihre Umwelt geeigneten Schnabelform werden sich erfolgreich anpassen können. Andere Gattungen werden aussterben. Die sogenannte evolutionäre Psychologie versucht das menschliche Leben und Verhalten mit Hilfe der Evolutionstheorie zu erklären. Eine andere gebräuchliche Bezeichnung für evolutionäre Psychologie ist Evolutionspsychologie. Die Evolutionspsychologie geht davon aus, dass der Überlebenserfolg der Menschen von deren Erleben und Verhalten abhängig ist. So sichert im Bereich des Erlebens beispielsweise die Zuneigung zu Kindern und das Leben in Form von Familien ein Fortbestehen der eigenen Art. Eine derartige Vorstellung führt dann etwa zu Verhalten in Form der Pflege des eigenen Nachwuchses. Eine besondere Bedeutung kommt laut Evolutionspsychologie der Partnerwahl zu. Die Wahl des jeweiligen Partners beeinflusst wesentlich die Erfolgschancen für das Überleben der eigenen Art. Es gibt in diesem Zusammenhang laut dem Evolutionsansatz je nach Geschlecht unterschiedliche Erwartungen und Zielsetzungen. Frauen setzen sich mit den Herausforderungen der aufwendigen Betreuung des Nachwuchses auseinander. Um eine möglichst gute Versorgung des Nachwuchses gewährleisten zu können, neigen die Frauen laut der Evolutionspsychologie dazu, ältere Männer bei ihrer Partnerwahl zu bevorzugen, da sie von diesen unter anderem eine umfangreichere materielle Hilfestellung erwarten. Männer haben laut dem Evolutionsansatz einen inneren, unbewussten Drang, sich fortzupflanzen. Dieser unbewusste Wunsch führt deshalb zwangsläufig zu sexueller Untreue. Der Evolutionsansatz geht von Persönlichkeitsunterschieden zwischen Mann und Frau aus. Frauen haben eine vergleichsweise stärkere soziale Ausrichtung ihres Erlebens und Verhaltens. So neigen sie eher als Männer dazu, sich Gruppen anzuschließen und die Bereitschaft zu zeigen, teilen zu wollen. Männer haben eine stärkere individualistische Ausrichtung ihrer Psyche. Sie neigen laut Evolutionspsychologie stärker zur Dominanz und sind stärker lösungsorientiert als Frauen. Vertreter des Evolutionsansatzes werden mit zahlreichen Kritikpunkten konfrontiert. So werden beispielsweise die Vorwürfe geäußert, dass dieser Ansatz zur versteckten Rechtfertigung von Vorteilen und sozial ungerechten Verhältnissen verwendet werden kann. So wird unter anderem laut dem Evolutionsansatz argumentiert, dass die gegenwärtigen sozialen Verhältnisse
sich durch die Anpassung an die Umwelt ergeben haben. Hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit ist anzumerken, dass Aussagen der Evolutionspsychologie unter anderem nicht überprüfbar und damit auch nicht widerlegbar sind.